challenge me. Muss ich jetzt hier wieder durchlaufen oder nicht? Ich muss erst mal gucken gehen. Komme ich jetzt weiter? Nee, ne? Hui. Irgendwie weiß ich auch noch nicht so ganz, ob ich das irgendwo ran merken kann, ob ich richtig laufe oder nicht. Und irgendwann wird es soweit sein, dass ich mich selber so verwirre, dass ich nicht mehr weiß, welche Option ich schon ausprobiert habe. Fight me! Ich komme zumindest dahin, wo ich hin muss. Ja, wenn ich hier durchgehe, seht ihr die Treppe? Wo ist sie weg? Wenn ich hier durchgehe, ist die Treppe da. She can get up. Nicht hier runter. Ich jetzt hier raus? Ich kann hier hoch. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich hoffe nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel einem irgendwann vielleicht auch hilft, wenn man das Rätsel nicht gelöst bekommt. Das ist immer so eine meiner größten Sorgen, dass ich mit euch was spiele und ich es dann aber nicht hinbekomme, weil ich die Rätsel nicht lösen kann. Und ihr mir da eine Viertelstunde zugucken müsst beim verzweifelten Versuch, irgendwie vorwärts zu kommen. Ich meine, es ist ja hier und da in diesem Spiel auch schon vorgekommen, dass ich auf dem Schlauch stand. Aber ich befürchte, das wird noch schlimmer, je länger wir spielen. So, muss ich jetzt die Zauberwelt, die Parallelwelt, muss ich das jetzt wieder auflösen oder kann ich einfach durchs Tor?
We picture fear, and we think of a shadow in the woods, a creature in the night. If only it were that simple. The worst kind comes without warning. A deep and primal signal from within. A reminder that just because you cannot see the threat, it doesn't mean that it's not already here. Wir haben jetzt aber schon eine ganze Weile keine Runen mehr gefunden. Ich glaube, ich gehe hier gerade richtig, obwohl ich nur gucken wollte, was das hier ist. Warum visiert sie den anderen nur an? Dass ihr mir gesagt habt, dass ich gewonnen habe. Hey. Okay, das war knapp. Ich glaube, ich bin fast gestorben. Ah, hier ist ein Runstein. Ich habe es gerade noch gesagt, dass wir lange keinen hatten. The Northmen say that Odin and his brothers killed Ymir, and that the world of men was formed from his corpse. They made his bones into stone, and his flesh into earth, and his blood into the salt sea. They set his skull to be the bowl of the sky, with his brains for clouds. Odin and his brothers caught the sparks flying from Muspel and made them into stars. And to protect the new world from the giants, they used Ymir's great curving eyebrows as walls. Auf jeden Fall das Tor jetzt umgangen. Do you know what it's like to leave everything behind? Your home, loved ones, to head deep into the wilds. Ist doch schon wieder.
Senua does. What? Because when darkness speaks, it changes everything. Turning home into a foreign land and loved ones into strangers. Exile makes sense when you realize that you were never really home in the first place. Hier sind sehr viele Götter und sehr viele... Wie soll ich das eigentlich nennen? Hier sind einfach Traumfänger. Es sind keine Traumfänger, ich weiß, aber hier hängen sehr viele Runenteile. Da oben ist eine Brücke. Komme ich aber anscheinend gerade nicht hin. Ich muss sagen, manchmal, wenn das Bild halt, also das ist ja ein Stilmittel von dem Spiel, aber wenn das Bild dann so unscharf wird, das finde ich ein bisschen anstrengend für meinen Kopf. Wir holen uns jetzt wieder zuerst. Das hier ab, was wir finden müssen. Ihr wisst schon, was ich meine. Fokussiere mich kurz auf das Symbol. This reminds her of somewhere. The forest. Where? Which forest? The forest in the wilds. The wilds. She left the wilds. She went to the wilds a long time ago. Why did she go to the wilds? She wanted to fight her own darkness. She thought she could beat her own darkness. Did she beat her darkness? No. It nearly killed her, but she tried. Druth helped her. If it wasn't for Druth, she'd be dead. She can't beat her own darkness. Über den Balken hier vielleicht. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and marry Dillian. But it didn't work. She thought her curse would affect him. She thought her curse would spread to him. She thought she'd bring the darkness to him too. She nearly died. She thought the curse made her tainted. Druth helped her. Da oben ist eine Leiter, aber an die Leiter komme ich nicht von hier. Ja, ist eine Treppe, das ist schon mal gut. Okay. Das ging relativ schnell. The ravens. They've gone. They've gone. No. Half of them have gone. They've gone. So is the But where? Where are the ravens helping? Who's the other? It's true. Quiet. I can't think. Out in the wild. In the cold winter woods. Where? She no longer felt fit for this world. She almost gave in to the darkness. Almost. But
ist gerade nicht so richtig, was sich hier ändert. Wir müssen, glaube ich, mal gehen. She resolved to fight on and kill that which had become a part of her. Aber aus welcher Richtung? Der Ring der andere. Ich weiß gerade noch nicht, ob ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg bin. Aber da oben ist. Wir finden das schon raus. Dann komme ich da drüben durch. Jetzt ist hier links von dem runden Tor eine Mauer. Wenn ich hier durchgehe, ist da offen. Okay, dann komme ich hoch. Ne? Außenrum hier. Das geht nicht. So, was ist das hier? Ich kann hier hinten durchgehen. Oh, da ist eine Rune. Northmen say you must sacrifice in order to receive. They tell how the runes were revealed to Odin only in sacrifice. He hung himself from the world tree, and he stabbed himself with a spear, and he dedicated the sacrifice to himself. For 9 nights he hung on the tree without food or drink, and at last he saw the runes below him. He gave a cry, and gathered them in his mind and learnt them. Then he fell from the tree. Okay, ich muss aber noch irgendetwas tun, damit hier oben ich da oben durchkomme. Hier ist ja, glaube ich, nur zum. Ja, geht's dann nur runter. Ja, ich weiß, dass er da oben ist. Ah, ich komme nicht hoch.